heute mit der Faszienrolle. Leider habe ich dazu keine anderen Varianten. Also du musst wirklich so eine Rolle zu Hause haben oder eine geriffelte, also irgendwas Faszienrollenmäßiges. Leider gibt es ansonsten keine andere Variante wie sonst, wenn wir dann vorschlagen, man kann das oder das oder das nehmen. Höchstens noch eine richtig feste Trinkflasche. Habe ich auch schon gehört, dass das manche auch damit mal probiert haben. Ich habe es persönlich noch nicht probiert. Also, Faszienrolle muss schon unbedingt sein. Das ist dann etwas festeres. Es gibt verschiedene Rollen. Wie gesagt, schau einfach, was du da hast, was für dich angenehm ist, wie du dich heute fühlst. Wir bearbeiten heute die Faszien damit. Die mich von den anderen Videos schon kennen mit den Faszien, wissen, dass Faszien bindegewebige Strukturen sind, die unsere Muskel umziehen. Die sind vernetzt miteinander, neigen zur Verklebung und bereiten dann einfach oft Schmerzen. Wir werden heute uns um die Massage der Faszien kümmern. Die Faszien werden angesprochen unter anderem durch federnde Bewegungen, zum Beispiel einfach auf der Stelle springen, Seil springen. Dadurch werden die angesprochen. Durch kurze Dehnungsreize, also eben dynamische Dehnungen, zum Beispiel in die Dehnung reingehen und wieder rausgehen. Sowas wäre das. Oder eben halt durch die Massage mit der Faszienrolle oder auch eben durch den Masseur. Genau. Wir beginnen. Wir machen heute, kümmern uns aber heute nur um die Beine, dass du Bescheid wisst. So, ihr könnt euch ja mal seitlich zur Matte setzen. Wir beginnen bei den Waden. Gehen dann über die Oberschenkelrückseite, Oberschenkelvorderseite, Außen- und Innenseite, dass wir die Beine einmal komplett ordentlich durchmassiert haben. Wir beginnen einmal unten bei der Achillessehne sozusagen am Sprunggelenk. Bevor wir anfangen, ganz wichtig, du solltest die Faszienmassage nicht machen, wenn du Osteoporose hast oder auch bei den Beinen bei massiven Krampfaderbefall. Sozusagen. Ansonsten sprich ruhig nochmal vorher mit deinem Arzt. Guck aber wirklich, was dir gut tut und was nicht. Ansonsten, ich bin total begeistert davon. So, das linke Bein ist ganz entspannt aufgestellt. Du kannst das rechte Bein einmal auf die Rolle legen und stützt dich hier hinten auf. Am besten Fingerspitzen zum Gesäß. Auch so ein bisschen auf den Rücken achten, Brustbein heben. Popo anheben und dann beginnen wir hier auf der Rolle hier vor und zurück zu rollen. Dabei kannst du dein Bein so ein bisschen nach innen und nach außen drehen. Also das Bein so ein bisschen auswärts, innenwärts drehen. Rutsch mal ein bisschen zurück, ich glaube, da sieht man es besser. Man sagt dann ungefähr so 90 Sekunden pro Körperteil. Geh auch so ein bisschen weiter nach oben. So wie Mitte der Wade, untere Wade hast, dass du sozusagen von unten nach oben hin arbeitest. Mal so ein bisschen wie so auf den Rücken achten, auf die Haltung achten, dass sie nicht hängen. Und ein bisschen Krafttraining noch dabei für die Arme. Das Bein sollte ganz locker sein, die Muskulatur wirklich ganz entspannt lassen. Wenn du irgendwo einen Punkt hast, der ganz besonders wehtut, bleibe ganz besonders lange auf diesem Punkt. Du kannst dann auch diesen Punkt suchen und so ein bisschen Druck ausüben. Und dafür ein paar Sekunden bleiben. Also mal gucken, wo tut es weh. Und da bleibst du dann ganz besonders lange. Rollst du mal weiter hier nach oben. In Richtung Kniekehle. Ganz wichtig, du massierst aber nicht in der Kniekehle. Sondern stoppst immer so kurz vor der Kniekehle. Das Bein mehr nach innen, mal mehr nach außen. Das ist wirklich alle Teile hier deiner Wade. So ein bisschen durchmassiert hast. Ich komme schon ins Schwitzen, es tut nämlich ganz schön weh. So. Dann komm dann langsam zum Ende. Löse langsam, setz dich ab. Kannst du die Füße aufstellen, die Beine so ein bisschen auslockern, die Schultern ein bisschen auslockern. Und wir gehen mal die Wadenmuskulatur jetzt so ein bisschen kurz zu dehnen, dass du mal kurz ranziehst, nochmal weg, kurz ranziehst, nochmal weg und noch einmal kurz ranziehst und nochmal weg. Gut. Dann einmal die nächste Seite. Wir rollen unter den linken, das linke Sprunggelenk, rechten Fuß locker aufstützen, hin hinten aufstützen, Brustbein zur Decke, Popo anheben und hier vorne zurückrollen.
mehr nach innen, mal mehr nach außen rollen. Also das Bein mal mehr nach innen, mal mehr nach außen drehen, meine ich. Und hier wieder gucken, wo tut's weh, wo musst du ganz besonders lange bleiben. Kannst die Rolle inzwischen wieder so ein bisschen zu dir ranholen, dass du mehr in die Mitte der Wade auch mal durcharbeitest. Ist ein bisschen anstrengend für die Arme zu halten tatsächlich. Übrigens, wenn das Ganze dir sehr, sehr weh tut, kannst du auch den Po absetzen und überbeugen und strecken hier vom Bein arbeiten oder wenn die Hände gar nicht mehr wollen. Oder es einfach zu intensiv ist von der Massage her. Das Bein, der Fuß bleibt ganz locker, also bleibst wirklich ganz entspannt und ganz locker in der Beinmuskulatur. Seit es bei mir schlimmer. Oh, so ein Beißhölzchen, wo man zwischendurch kaum rumkauen kann. So, also mehr die obere Seite auch so Richtung Kniekehle hinarbeiten. Wieder vor der Kniekehle dann stoppen. In der Kniekehle verlaufen einfach Gefäße, die du abdrücken kannst. Das wollen wir eben vermeiden. Deswegen so kurz vorher stoppen. Komm dann langsam zum Ende. Und einmal langsam absetzen. Einmal kurz Oberkörper, Arme entspannen. Und auch hier einmal das linke Bein einmal kurz dehnen. Bein ausstrecken. Einmal hier ranziehen. Einmal locker lassen. Ranziehen. Locker lassen. Letztes Mal. Anziehen, locker lassen. So, Arme alles mal ausschütteln. So, Oberschenkelrückseiten, rechtes Bein. Rolle unter dem Bein platzieren, nicht direkt in der Kniekehle, sondern so ein bisschen oberhalb der Kniekehle, dass die Kniekehle wieder frei ist. Rechter Fuß aufgestellt, wieder hinten aufstützen. Rückbecken anheben und auch hier mal vor- und zurückrollen. Dein Fuß schleift einfach ganz entspannt und ganz locker über den Boden, also die Ferse. Auch hier das Bein mehr nach innen, mal mehr nach außen drehen. Immer die Rolle zwischendrin mal so ein bisschen vorholen zu dir, ranholen. Mehr die Mitte vom Oberschenkel auch mal ausrollern. Mal mehr nach innen, mal mehr nach außen das Bein. Irgendwann dann die Rolle so hochholen, dass die Rolle ganz oben am Oberschenkel ist. Du merkst dann irgendwann deinen Sitzbeinhöcker. Das ist immer so ungefähr bis zum Sitzbeinhöcker rollen und dann wieder runter. Genau. Ja, schön ausrollern. Wieder da, wo es ganz besonders wehtut, auch ganz besonders lange bleiben. Komm auch hier langsam zum Ende. Setz dich nochmal ab. Auch hier nochmal das Bein ausstrecken, mal kurze Dehnung, einmal ran. Weg, ran, weg, ran, weg. So. Dann die Rolle unter das linke Bein. Wieder so, dass die Kniekehle hier ausgespart ist, also nicht in die Kniekehle, das oben drüber. Wieder aufstützen, Brustbein heben. Linker Fuß ist aufgestellt, Po anheben und hier vor- und zurückrollen. Linker Fuß ist ganz entspannt, Beinmuskulatur ist wieder ganz entspannt, der Fuß schleift einfach ganz entspannt über den Boden. Und zwischendrin in der Rolle immer so ein bisschen näher, vielleicht auch mal ran. Das Bein geht dann mehr nach innen, noch mehr nach außen. Zwischendurch kannst du nochmal absetzen, mal neu platzieren. Immer mehr nach oben Richtung Sees hinarbeiten. Mehr nach innen, mehr nach außen. Bis du irgendwann mal hier fast am Sees angekommen bist. Immer so Richtung Sitzbeinhöcker und dann wieder wegrollen. Hier langsam wieder einpendeln und einmal locker lassen. So, auch hier einmal kurze Dehnung. Einmal ran, weg, ran, weg.
einmal hier auf die Knie, auf den Bauch legen. Platzierst die Rolle unter deinem rechten Bein. Kannst das Bein hier schon mal ausstrecken. Auch ein bisschen platzieren, dass ihr nicht die ganze Zeit gut sehen könnt. Oberhalb des Knies, nicht auf dem Knie. Oberhalb vom Knie, wo die Muskulatur anfängt, die Rolle aufsetzen. Einmal die Unterarme aufstützen, dein linkes Bein geht dann hier ganz entspannt zur Seite weg. Und dann legt sich irgendwann automatisch dein rechter Fuß an vom Boden. So, wir gehen es dann hier ganz entspannt vor und zurück zu rollen. Bis aber immer mehr dein Bein, immer mehr nach innen, immer mehr nach außen. Viele, viele Läufer haben gerade die Oberschenkelvorderseite. Und so ein bisschen Probleme am Läufersyndrom. Hier kann es ganz besonders wehtun. Gerade wenn du dein Bein so ein bisschen ausrotierst. Hier so ein bisschen mehr zur Mitte hinrollen. Und alle Seiten hier von der Oberschenkelvorderseite abrollen. Quadrizeps. Dein Fuß, das Bein ganz locker lassen, auch wenn es schwer ist. Rollst du immer noch weiter. Nach hinten immer mehr Richtung Becken hinarbeiten. Schwitzt mal mehr wie bei jedem Training. So, aber noch mehr Richtung Leiste hinarbeiten. Ich hoffe, ich rolle jetzt nicht aus dem Bild. Fuß ganz locker lassen hinten. Und so auf Leistenhöhe. Kannst dich ja noch ein bisschen auf und ab rollen. Und das Becken kommt. Und dann einmal langsam lösen. Roll ich nochmal nach vorne. Kannst dich einmal auf den Bauch ablegen. Rolle mal wegschieben. Linke Hand unterlage die Stirn. Von hier ist einmal das Bein ran. Einmal weg. Ran. Und nochmal weg. Und nochmal ran. Und nochmal weg. Auslockern. Nochmal Luft holen, Kraft holen. Fürs linke Bein. Schütze dich einmal hier nach oben. Die Rolle unter dem linken Bein platzieren. Komm dazu einmal das linke Bein strecken. Einmal die Rolle so oberhalb deines Knies platzieren. Wieder dich auf dem Knie direkt. Unterarme aufstützen. Gucken, dass alles richtig sitzt. Dann lässt dein linkes Bein ganz entspannt nach außen sinken. Becken tief. Fuß hebt sich dann hinten wahrscheinlich an. Und rollt sie einmal vor und wieder zurück. Bis dabei dein Bein ja mehr so ein bisschen nach innen, ein bisschen mehr nach außen rotieren. Bis du alle Teile vom Muskel hier hast. Und ausrollst. Wieder fies. Teilweise gerade bei Läufern. Das Bein möglichst locker lassen, wandert immer weiter hier nach oben, immer mehr Richtung Becken hin. Alle Teile vom Muskel hier mal ausmassieren. Ruhig atmen, mach dir ein paar schöne Gedanken. Oh Mann, du das will! Immer mehr Richtung Becken hinarbeiten. Becken ein bisschen auf- und abrollen. Und dann kommen langsam zum Ende. In die Rolle dann zur Seite wegschubsen, leg dich auf den Bauch ab. Rechte Hand unterlagert die Stirn, linkes Bein anwinkeln. Und jetzt einmal kurz ran, wieder weg. Kurz ran, wieder weg. Und noch einmal kurz ran und wieder lösen. Einmal auslocken.
da langsam hier nach oben kommen. Jetzt kommt, wie ich finde, das Schlimmste, die Oberschenkelaußenseiten. Die Innenseiten machen wir jetzt heute nicht nochmal extra. Die kann man, indem man sich seitlich hinlegt und hier einmal auf und ab rollt. Wobei, komm, die machen wir gerade mit. Einmal so ein bisschen seitlich legen, wieder hier am Knie. Anfangen, nicht direkt auf dem Knie. Und aufstützen und rollst du einmal hier seitlich hin und her. Machen wir also mit. Innenseiten gehören auch dazu. Also ein bisschen auf- und abrollern. Hier mal mehr Richtung Becken hinarbeiten. Auf- und abrollen. Ganz locker lassen und dann langsam lösen und einmal die Seiten wechseln. Einmal okay, wir das Knie aufsetzen, also die Rolle unter das Knie setzen und einmal hier auf- und abrollen. Genau. Ich bringe mich mal zu euch, einmal in die andere Richtung. Genau. Und wieder schauen, dass du nicht über das Knie direkt rollst. Das Bein ist so seitlich, so auf Höhe von der Hüfte. Und rollerst dir einmal hin und her mit deinem Becken. Sehr gut. Auch hier mal mehr in der Richtung Becken hinarbeiten. Ganz locker lassen, Muskulatur. Perfekt. Und dann langsam hier einmal lösen. Setz dich einmal hin. Einmal kurze Dehnung der Oberschenkel, Innenseiten, komm einmal in die Grätsche. Stütze dich hinten auf, komm einmal langsam vor, wieder zurück, vor, wieder zurück. Auch ganz noch zweimal. Sehr gut. Und langsam wieder schließen, langsam ein bisschen auslockern. Du merkst jetzt schon deutlich, wie gut sich deine Beine jetzt anfühlen, wenn der Schmerz nachlässt. Jetzt kommen wir zu den Oberschenkelaußenseiten, von denen ich eben gerade schon erzählt habe. Ich wollte es nur noch mal ein bisschen schieben. Aber sie kommen jetzt. Rechte Seite. Ich mache mal spiegelverkehrt für euch. Rechte Seite. So. Die Rolle kommt doch hier wieder unter das Bein. Hier auf die, nicht aufs Knie direkt, sondern oberhalb des Knies. Du stützt dich einmal seitlich hier auf. Nimmst die Rolle einmal unter das Bein, bis alles gerade ist. Nochmal ein bisschen nach oben. Roll ich gleich wieder aus dem Bild. So, den Fuß vorne aufsetzen. Das Bein legt sich ganz entspannt an und rollst dir auf der Rolle hier vor und zurück. Bleib schön seitlich. Man neigt dazu, so ein bisschen nach hinten zu kippen. Bleib schön seitlich, auch wenn es weh tut. Kannst du hier vorne mit der Hand aufstützen. Ein bisschen auf- und abrollern. Kannst dein Bein noch so ein bisschen hin und her drehen, auch hier wieder. Aber wie gesagt, nicht drauf. Achte darauf, dass du nicht hier nach hinten kippst. Den Fuß rechts möglichst locker lassen, aber sich mal weiterhin Richtung Becken wieder. Ich brauche ein Schwitzen. Es tut weh. Ich sag's euch. Ja, schön hier auf- und abrollern. Oh, möglichst entspannen dabei. Immer mehr und mehr nach oben hinarbeiten. Irgendwann merkst du dann hier den Knochen außen, den großen Rollhügel vor Oberschenkel. Hier bleibst du dann, stoppst dann
Und dann kommen wir auch schon wieder runter. Ich hoffe, es waren 90 Sekunden. Kannst du auslockern. Andere Seite. Kurz Energie tanken. Kurz auslockern. Noch einmal. Andere Seite. Wieder den Unterarm aufstützen. Krabbelst so ein bisschen auf die Rolle. Legst die Rolle unter dein linkes Bein. Den Fuß vorne aufsetzen, ganz entspannt. Mit der anderen Hand stützt du dich auf. Und rollst dann auch hier vorne zurück. Wieder auf Achtung, dass du dich nach hinten kippst. Schön seitlich bleiben vom Oberschenkel. Tief atmen. Positive Gedanken machen. Schmerz, lass nach. Freu dich auf die Pause, die gleich kommt. So. Roll einmal weiter hoch Richtung Mitte vom Oberschenkel. Immer noch weiter hoch. Möglichst entspannt das Bein. Immer mehr noch hochrollern, Richtung Becken hin. Irgendwann merkst du dann den Knochen hier, Oberschenkelknochen seitlich. Bin schon ganz rot im Gesicht. Ja, schön bleiben, schön halten. Und dann noch hier langsam lösen. Schmerz, lass nach. Ihr dürft die Rolle jetzt wegpacken. Weg damit. Ihr könnt jetzt noch weitermachen mit dem Rücken und so weiter. Dass das Video nicht zu lang wird, machen wir jetzt nur die Beine heute. Ich mache aber auch nochmal ein Video, wo wir nochmal den Rückenbereich ein bisschen ausrollern. Leg dich einmal ganz entspannt auf den Rücken. Wir dehnen nochmal eben die Außenseiten. Arme seitlich ablegen. Das rechte Bein mal eben über dem linken kreuzen. Einmal zur Seite sinken lassen, zur linken Seite. Nur so ein bisschen dynamisch wieder in die Dehnung reinzugehen. Einmal so ein bisschen mithelfen hier mit der linken Hand. Dann ziehst du dich hier so ein bisschen rüber. Das Bein kann auch einfach locker in der Luft schweben. Also ungefähr fünfmal rüberziehen. Das Bein. Und dann langsam lösen. Linkes Bein beim rechten. Und rüber zur rechten Seite. Kannst du einmal das Bein locker ablegen, das andere Bein hier greifen. Und einmal hier rüberziehen. Rüberziehen. Mach hier ruhig so fünfmal. Linke Schulter, linker Arm bleibt am Boden. Und dann langsam nochmal lösen. Komm nochmal langsam zur Mitte zurück. Kannst dich nochmal lang machen. Nochmal eben nachspüren, wie sich deine Beine jetzt anfühlen. Dann bist du ganz leicht und weich. Kannst die Arme auch mal neben dem Körper nehmen, wenn du magst. Mal eben kurz reinspinnen in den Körper. Die Beine mal ganz entspannt nach außen sinken lassen, zum Boden sinken lassen. Und jetzt solltest du spüren, hoffentlich, wie leicht, wie weich sich deine Beine jetzt anfühlen. Und dann noch zwei bis drei tiefe Atemzüge, mit denen du jetzt Kraft und Energie aufteilst. Und dann, wenn du magst, bewege dich nochmal. Mach nochmal eine Bewegung, die dir gut tut. Und komm dann langsam über die Seite hier nach oben in den Sitz. Du hast es geschafft und hoffentlich überlebt.
Es tut wahnsinnig weh, mit der Faszienrolle zu arbeiten, teilweise gerade wenn die Faszien sehr verklebt sind. Aber ich bin selber ein totaler Fan davon und liebe es, mit dieser Rolle zu arbeiten. Beziehungsweise wenn ich merke, ich habe irgendwo Schmerzen, dann gehe ich einmal intensiv auf die Rolle meistens drauf einen Tag. Dann merke ich am nächsten Tag schon, dass es deutlich besser ist und mache dann meistens immer so das Körperteil, was es betrifft, nochmal irgendwie nochmal 2-3 Tage und dann sind die Schmerzen auch meistens auch schon wieder weg. Also ich bin totaler Fan vom Faszientraining generell und ja, ich hoffe, dir hat es auch gefallen, auch wenn es wehgetan hat und dir geht es jetzt etwas besser. Bis bald, Namaste, auf Wiedersehen.